Das nächste Thema beginnt. Ihr werdet es jetzt wahrscheinlich gar nicht gut sehen können, aber genau da sitzt die Sensorstange, die außen an diese Kappe rangeht. Ich zeige das nochmal beim Zusammenbauen. Die muss jetzt ab. Zack. Die habe ich jetzt einfach nur mit der Spitzhacke abgehebelt und damit ist das jetzt los hier. Die ganze Welle, die ganze Thematik mit der Hubwelle und so, das habe ich jetzt offscreen schon gemacht. Ich habe mir hier einen Körnerpunkt gesetzt, die Welle habe ich auch markiert. Welle, da gehe ich dann drauf ein, wenn wir sie wieder einbauen. Aber jetzt gehen wir hierbei. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwie noch Licht hinkriege, weil sonst seht ihr nichts. So, es geht jetzt darum, ich habe noch mal ein neues Mikrofon gekauft. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch besser. Es geht jetzt darum, den Hubzylinder hier auszubauen. Weil wenn man es schon in der Hand hat, warum nicht gleich mitmachen? Worauf man unbedingt achten muss, die Schraube hier, die kriegt man nicht raus, wenn der verbaut ist, der Zylinder. Muss man nachher auch darauf achten, dass man den wieder eingesetzt hat, bevor man den Zylinder wieder einsetzt, weil sonst steht man nachher da und bekommt die Schraube da nicht rein und schraubt das Ganze nochmal wieder auseinander. Das ging einfach. Okay, das ist einfach nur eine Platte. Okay, cool. Hier ist Späne drin. Warum ist hier Späne drin? Oh, Dinge passieren. So, das ist die Unterseite. Und Junge, ist hier Öl drin. Naja, hier ist einmal so ein kleiner O-Ring. Der dichtet da so ein. Ich glaube, das ist das Überdruckventil. Bin ich mir jetzt fast sicher. Auf jeden Fall ist hier ein O-Ring und der dichtet quasi ab nach außen hin. Wenn zum Beispiel hier zwischen Platte und Gehäuse Öl rausläuft, dann ist wahrscheinlich dieser O-Ring undicht. Aber den hier. So, jetzt fummeln wir erstmal den O-Ring hier raus. Umso einfacher kommt der Zylinder. Gut, O-Ring raus. Hier ist ja wie gesagt noch der kleine. Nochmal beiseite. Das artet aber aus in einer Schiererei hier. Katastrophe. So, jetzt gucken, ob man den. Das ist auch die besagte Schraube von eben. Das ist der ganze Zylinder schon. Das ist der Hubkolben. Also wirklich stramm saß der da nicht mehr drin. Ja. Aber das ist schon die Thematik. Das ist die Kolbenstange. Ich krieg mal den. Jetzt mache ich, ihr könnt es glaube ich gar nicht richtig sehen, macht nichts. Also diese Stange ist an den Arm
von der Welle befestigt. Also hier steckt so ein Bolzen drin. Und das ist mit so einem kleinen Splint hier gesichert. Ich mache jetzt gerade den Splint hier nach Möglichkeit so gerade als geht. Dass ich den, da auf die Seite haben wir, dass ich die Stange hier auch rauskriege. Weil ich will das ja alles einmal richtig fein sauber machen, kontrollieren, ob die ganzen Flächen gut sind. So, Splint raus. Scheibe raus. Jetzt müsste der Stift hier. Ah, das ging. So. Also das ist einmal dieser Hubarm. Hier sitzt die Sensorwelle dran, die ich eben gleich zu Anfang vom Video eben abgemacht habe. Ne? Markiert habe ich mir den, damit ich den auch wieder hinsetzen kann. So, und das hier, diese Leitung ist zur Schmierung der Welle. Also quasi hier drückt durch die Welle durch, um dann Öl quasi an die Stellen zu bekommen. Hier. Das ist dann quasi die Hubstange, die dann quasi im Zylinder hoch und runter fährt und dann quasi nach außen hin mit diesem Hebel, den ich eben in der Hand hatte, ja, wie soll ich sagen, die Hubbewegung erzeugt. Ja. Was man sehen kann hier, das eine durchgehende Bohrung? Nein, ist keine durchgehende Bohrung. Also hier unten steht, also in dem Zylinder selber steht ja eh volle Pulle Öl. Ja, das steht alles im Öl und hier oben wird aktiv mit dieser Leitung, die an dem Arm dran ist, geschmiert. Ja, mehr ist es eigentlich auch nicht. Also was heißt eigentlich? Mehr ist es definitiv nicht. Ja, den machen wir jetzt einmal Taco. Ich mach das, schmeiß mal eben hier die Dichtringe runter und mach mal eben hier meine Öllache weg. Und dann können wir gleich abdichten. Es ist sauber und jetzt wollen wir das zusammenbauen. Jetzt mit dem Dichtring in der Mitte an. Und zwar ist er wie folgt aufgebaut. Ich weiß gar nicht, könnt ihr jetzt die Artikelnummern hier lesen? Ach, ich lese einfach vor. Also, das ist die 160A 186 826. Das ist einmal der äußere Ring und der Dichtring dahinter ist die 718 020 70. So ein Gummiring. Fummeln wir jetzt hier rüber. Das ist ja so ein, also das ist kein O-Ring, also kein runder, sondern ein Rechteckring. Da müssen wir auch gucken, dass der auf jeden Fall nicht verdreht reinkommt. Hier ist zum Beispiel so eine gelbe Markierung und die gehört nach innen. Ja, müssen wir ein bisschen mit dem Schraubendreher reinfuddeln. So, drinnen ist er. Hier nutzen wir jetzt mal ein bisschen Öl. Schon mal was ist. Aber stramm.
Diesen Ring darf man zum Beispiel auch nicht zu lange gestreckt lassen, weil der behält sonst die Form auch bei. Das wäre semi-optimal, würde ich sagen. Wenn die sich zu sehr wehren, dann kann man zum Beispiel auch mit warmem Wasser die Ringe ein bisschen weicher machen und raufziehen. Das geht auch. Jetzt müssen wir den ein bisschen komprimieren. So, hier können wir uns jetzt auch mal. Also man kann das mit einer Schlauchschelle machen. Schlauchschelle hat aber so die Eigenart, dass sie Macken hinterlässt. In diesem Fall mache ich das einfach mit einem Kolbenringspannband. Funktioniert ebenso gut. So. Das schön stramm um zu. Jetzt warten wir mal eben eine halbe Stunde. Dann geht das gleich weiter. Halbe Stunde ist rum. Dichtring passt relativ gut jetzt. Der Rest macht dann nachher die Buchse, wo der drin steckt. Jetzt kommen die Führungsringe. Das ist die 325A 186324. Da braucht man zwei Stück von. Das sind quasi die Kolbenführungsringe. Damit der Kolben metallisch nicht am Zylinderrohr schleift, dafür sind die da. So, die werden auch schön mit Öl angesetzt. Also nicht viel Theater. So, wir haben hier einen Stoß und die Stöße, ich habe das irgendwann in meiner Lehre so gelernt, Stöße werden immer gegenübergelegt oder wenn du drei Ringe hast mit Stoß, dann werden sie im Mercedes-Stern angeordnet. Und so machen wir das hier jetzt natürlich auch. Ne? So. Hervorragend. Jetzt muss das Ganze nur noch wieder in diesen Zylinder rein. Ein bisschen höher. So. Und zwar, konnte mir das merken, die Buchse. Hier ist ein breiter Rand und hier ist ein schmaler Rand. Der schmale Rand, hier kann man auch noch so eine schöne Kante erkennen. Der schmale Rand ist quasi unten. Das heißt, wir müssen den Kolben jetzt so rum hier reinstecken. Hier machen wir jetzt natürlich auch mal schön Öl ran. Den Kolben schön ölen. Dann hoffe ich, dass er jetzt hier so reingeht. Das geht auf jeden Fall schon mal strammer als das Ausbauen. Gummihammer. So. Also von beim Ausbauen habt ihr ja gesehen, der fiel so raus. Jetzt ist er richtig schön. Stramm da rein. Das ist die Hubstange. Machen wir hier unten in den Kolben in diese Pfanne nochmal schön Öl rein. Hier muss man jetzt natürlich darauf achten, dass sie richtig rum ist, weil dieses Loch gehört nach oben. Da kommt nämlich nachher der Dings wieder ran. Außen brauchen wir jetzt auch nichts einölen oder so.
weil das da ganz entspannt reingehen soll. Wie gesagt, geht da butterweich rein. Also da brauchst du keine Gewalt, gar nichts für. Ne? Jetzt kommt hier der O-Ring hin. Das ist die 718 020 73. Das ist der große Lichtring. Ich mache das gerne mit Öl, manche sagen auch trocken. Ich mache es jetzt aber gerne mit Öl, weil sollte er in irgendeiner Art und Weise eine leichte Verspannung oder haben, dann kann er sich damit nochmal wieder schön hindrücken. So. Auf diese Platte gehört auch noch ein O-Ring. Mal nach dem alten gucken. Vorhin schon hier reingefeuert, ne? Genau. Also der O-Ring ist die 160 238 minus 5029. Ihr könnt mir ja in die Kommentare eben reinschreiben, ob das in Ordnung ist, wenn ich euch die Ersatzteilenummern einfach nenne. Weil im Nachgang die ganzen Artikel wieder raussuchen und euch benennen, ist auch immer ein bisschen was aufwendig. So. Jetzt wichtig, die Schraube hier rein. Ring hält auch. Der hält auch. Zwischen perfekt. Oh, jetzt ist hier gerade so ein schöner 4 mm Spalt. Das wird jetzt schön im Kreuzverfahren vorsichtig rangezogen, damit er da über lange nicht reinzieht. Damit ist der Zylinder schon mal angesetzt. Die Schrauben bekommen 150 Newtonmeter. Fertig. Damit ist die Baustelle Hubzylinder schon mal wieder eingebaut. So, der muss da jetzt ja wieder ran. Und zwar gibt es hier so einen Pin. Der ist eigentlich auch nur dafür da, wenn mal von außen der Heckkraftheber angehoben wird, dass auf jeden Fall diese Welle nicht außen, also die Druckstange hier, immer schön da bleibt, wo sie hingehört und nicht einfach rausspringt. Dafür ist sie eigentlich auch nur da.
Deswegen ist die auch so klein, also die hat jetzt wirklich nicht viel haltende Funktion. Ist das erledigt? Jetzt noch die Sensorwelle hier wieder ran gedrückt. Das ist auch nur so eine Plastikkappe. Muss man auch ein bisschen Obacht. Und drauf. Perfekt. Dann ist das ready. Ready for take-off. Kann ich euch das nochmal eben zeigen. Seht ihr, wie fransig das ist? Also der war nötig. Der war nötig. Das war eine gute Sache, das nochmal zu tauschen. Das war eine wirklich gute Sache. Ja gut, geht gleich weiter. Für mich ist es dann aber nächster Tag. Es geht jetzt darum, diese Welle reinzukriegen. Lichtring habe ich jetzt schon neu. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch von dieser Seite aus reinschieben. Natürlich auch ganz vorsichtig bei dem neuen Lichtring. Mit der Verzahnung. Nicht, dass man da jetzt sich eine Macke reinhaut. Aber nicht gut durch. Habe mir ja die Welle markiert. Ich habe auf diesem Zahn hier mir einen Körnerschlag gesetzt. Einen ganz kleinen. Und da ist auch so ein Körnerschlag. Jetzt wird es nämlich ein bisschen deutlich fummeliger. Muss der nämlich. Dann kriege ich den hier mit aufgezogen. Mal den Zahn kontrollieren. Jo. Das passt. Jetzt aber in die Buchse einführen. Und das saß hier bei mir zumindest bündig. Dann gibt es zwei so Schrauben. Das passt dann auch einmal links-rechts zentriert. So. Klebt die auch nicht ein, weil die quasi dadurch, dass es zwei sind, sich ja selber sichern. Und damit haben wir die Baustelle auch fertig. Ja, wann das denn weiter, womit das jetzt als nächstes weitergeht, weiß ich noch gar nicht, weil mir fehlt immer noch das Lager hier unten. Alle anderen sind schon da. Das heißt, die kann ich natürlich auch noch nicht weitermachen, weil ich ja auch erst die Antriebswelle einsetzen muss und dann erst die anderen Zahnräder einsetzen kann. Also scheint das momentan so ein bisschen auf Eis zu liegen mit dem Projekt hier. Projekt Zapfwelle, Zapfwellengetriebe. Dabei das eigentlich ein relativ spannendes Thema ist mit Lagerspiel einstellen und so eine Geschichten. Aber gut, wenn keine Teile, dann keine Teile, ne? Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao. It's all about humanity.